Genau. So. Hallo, hier ist wieder euer Rolf Müller. Und heute wollte ich euch den vierten Teil zeigen. Und zwar wollen wir uns mal ein bisschen um die Aufwärtshaken kümmern. Grundsätzlich haben wir unsere normale Boxstellung. Das heißt, der linke Fuß ist vorne, der rechte steht in Schulterbreite hinten am Haken. Dann ist unsere Deckung, liegt hier ungefähr Nasenspitze. Und dann versuchen wir Aufwärtshaken zu schlagen. Immer dran denken, jeder Schlag endet im Fuß. Das heißt, ich schlage 1, 2, 3. Ne? Wie gesagt, zack, zack. Und immer gleich wieder schließen. Damit, im Grunde genommen, damit das nicht so lange dauert, achtet auf die Fußstellung. Das heißt, 1, 2, zack. Und dann übt ihr die für euch. Stellt euch hin, am besten vorm Spiegel. Einmal, zweimal, dreimal. Immer Schlag, zurückgehen, schließen, damit er nicht zu lange offen bleibt. Und achtet darauf, dass ihr die nicht aus der Hosentasche holt, also nicht zu weit nach unten, sondern ohne Ansatz. Zack, andere Seite. Zack, die meisten machen so. Was völlig falsch ist. Zack, zack, zack. Also, das heißt, ich stehe, stelle mich hin und mache 1, 2, 3. Dann wieder 1, 2, 3. Und immer schön schließen. Wir sind im Infall. Ne? Dann baut ihr da so ein bisschen ein, indem ihr die Schritte mal habt. Geht nach vorne, stellt euch hin, fest. 1, 2, 3. Dann gehe ich wieder zurück. Stehe wieder nach vorne geschossen. 1, 2, 3. Kann sich auch im Oberkörper mal ein bisschen bewegen. So, soweit zu den Aufwärtshaken. Nächstes Mal werden wir das Ganze mal ein bisschen kombinieren. Und so, danke erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Rolf.